Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, beim Barverein einen Vortrag zu halten. Mein Name ist Frieder Dinklager, ich bin Leiter des Kreisvorstandes des Schwarzwald-Barkreises mit Sitz des Vorstandes in Donaueschingen und allerdings schon seit langen Jahren auf der Bar auch in anderer Funktion tätig. Der Titel des heutigen Vortrages haben wir vereinbart: Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Wälder der Bar und des Schwarzwaldes? Ich möchte im Folgenden auf die Entwicklung eingehen, auch einen Blick zurückwagen auf die Jahrzehnte, die schon hinter uns liegen. Dann durch die spektakulären Jahre, was das Klima und die Entwicklung in Wäldern angeht, 2018 bis 2020 betrachten. Und werde dann natürlich versuchen, einen kleinen Ausblick zu wagen, wie es denn weitergehen könnte und ganz wichtig darauf eingehen, was tun wir, was können wir tun, um dem Klimawandel zu begegnen. Ein Wort zum Format, das wir gewählt haben, außergewöhnliche Formate in außergewöhnlichen Zeiten. Natürlich gehört so ein Vortrag eigentlich ins Plenum mit einer intensiven Diskussion mit vielen Fachleuten, die wir ja im Barverein haben, die ihren Beitrag bringen könnten, in Dialog mit den Zuhörern und Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern. Außergewöhnliche Maßnahmen sind erforderlich in außergewöhnlichen Zeiten. Wir haben uns entschieden für dieses Format, ein Vortrag im Walde und natürlich ein bisschen für das Vortragsthema Pech, dass wir an einem strahlenden, kalten Wintertag auf der Bar sind, hier im Bereich Mundelfingen mit Blick auf den klassischen Barschwarzwald. Und heute vielleicht vom Klimawandel zu sprechen, sagt man, was habt ihr denn, es ist kalt. Nein, leider ist es ein sehr, sehr ernstes Thema, das uns beschäftigt, überlagert derzeit von anderen Themen, wie wir alle wissen, der Pandemie oder auch Entwicklungen in anderen Ländern, die die Presse füllen im Moment. Aber der Klimawandel und der Wald ist ein wichtiges Thema für uns alle. Wir alle haben auch in Erinnerung die Bilder von den spektakulären Schäden im Sauerland, im Nationalpark Harz, die wir hier im Schwarzwald-Barkreis in dieser Dramatik und Ausmaß nicht haben, aber uns deshalb sicherlich nicht zurücklehnen können und sagen, wir werden verschont. Das möchte ich auch im Folgenden erläutern. Wir werden den Vortrag auch so gestalten, dass Sie nicht nur mich hören, sondern mir noch Bilder mit einspielen, die eben dann zeigen, wie es im Sommer oder in der Hauptschadenszeit dann auch im Schwarzwald-Barkreis ausgesehen hat und auf was wir uns leider in den nächsten Jahren einstellen müssen. Nehmen wir einen Blick zurück auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und wir alle haben noch in Erinnerung das Waldsterben der 80er Jahre. Damals sagt man ja, das Waldsterben war doch, da war doch mal was. Was hat sich denn seither entwickelt? Seit dieser Zeit gibt es eine intensivste oder noch intensivere Waldschadensforschung, Waldzustandserhebungen. Wir wissen also, dass das Waldsterben weiter fortschreitet. Wir wissen um Nadelverluste. Nadelbäume haben weniger Nadeln als in früheren Jahren. Wir wissen um Vitalitätsverluste von Bäumen. Das ist auch dokumentiert. Und wir haben nur, und das ist jetzt eben im großen Unterschied zu der Entwicklung, die wir derzeit beobachten, das flächige Absterben von Wäldern. Hatten wir in den letzten Jahrzehnten so nicht beobachtet. Allerdings haben wir schon auch in den Forstbetrieben reagieren müssen. Zum Beispiel war es früher üblich und der Regelfall, dass im Frühjahr gepflanzt wurde. Durch die häufig sehr trockenen und warmen Frühjahre verschiebt sich die Pflanze ist auch zum Teil den Herbst, weil man einfach auf in trockenen Böden mit relativ kurzer Phase zwischen Winter und Beginn des schon wieder warmen Sommers die Pflanzen gar nicht in den Boden bringen. Also wir müssen schon reagieren auf klimatische Veränderungen. Wir erleben auch im Wald einen Baumartenwandel auf natürlichem Wege. Das heißt, Baumarten, die bisher eher in wärmeren Lagen beheimatet waren, die ziehen so langsam in den Barschwarzwald. Wie zum Beispiel, klassisches Beispiel, die Buche, die bisher im Barschwarzwald nur vereinzelt vertreten war, die zieht vom Rheintal Richtung Hochschwarzwald und nimmt dort große Teile der Naturführung schon ein. Also wir erleben die Entwicklung schon selber bis zum heutigen Tag. Dann kam das dramatische Jahr 2018, das uns natürlich alle schon überrascht hat. Zwar haben die Klimaforscher und Klimatologen gesagt, sowas wird irgendwann kommen, aber es hat uns ja dann mit voller Härte getroffen, wird auch sicherlich hoffentlich in die Geschichte eingehen, eines Extremjahres im Wald und nicht zum Regelfall werden. Also der Beginn 2018, wenn wir uns erinnern, ein Sturmereignis im frühen Frühjahr und dann aber vor allem diese extrem hohen Temperaturen im Sommer, verbunden mit
sehr geringen Niederschlägen, in manchen Gebieten von März bis Oktober kaum Niederschlag, was einfach für unsere Waldbäume eine absolute Ausnahme und Extrembedingungen bedeutet hat. Gleichzeitig dafür für unsere Gegenspieler im Wald, den Borkenkäfer, ideale Wachstumsbedingungen, das heißt Trockenheit und Wärme, für den Borkenkäfer das Beste, was ihm passieren kann, und auch völlig neu für unsere Schwarzwald-Barkreis-Bestände, dass Bäume schlichtweg vertrocknet sind. Bäume einfach kein pflanzenverfügbares Wasser mehr hatten und nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt wurden. Für eine Landschaft, die eigentlich bekannt ist für ihre kühlen Temperaturen, für hohe Niederschläge, ein absolutes Novum. Welche Baumarten waren betroffen? Ganz allgemein muss man sagen, unsere einheimischen Baumarten leiden alle unter Hitze und Trockenheit. Es gibt keine Baumart, die das einfach so wegstecken kann. Natürlich am deutlichsten, und das sehen wir auch im Hintergrund, uns die Fichte. Die Fichte ist unsere Hauptbaumart. Die meisten Waldbestände sind mit Fichten in Reinbeständen oder auch in Mischbeständen charakterisiert. Es wäre allerdings jetzt kurz gegriffen zu sagen, die Fichte ist der schlimme Baum, und die Fichte ist nun zwar die Hauptleidtragende, aber auch so ein bisschen Ursache der großen der Schäden. Bis vor wenigen Jahren war die Fichte auch standardsgerecht und ist auch eine Baumart, mit der wir natürlich sehr gut arbeiten können, mit der die ein sehr hochwertiges Holz produziert und die in Mischung auch sehr, sehr gute und ökologisch hochwertige Waldbestände durchaus darstellen kann. Aber die Fichte ist nun mal die Baumart, die schon immer, das wissen wir schon seit Jahrhunderten, dass die Fichte auf Stürme und Käferschäden reagiert. Und das war schon immer so, aber natürlich in kleinerem Maßstab. In diesem Ausmaß, wie wir es erlebt haben, seit 2018, ist es natürlich eine Neuigkeit. Also Fichte ist sicherlich die hauptleidtragende Baumart der Klimaentwicklung im Schwarzwald-Barkreis. Aber auch die Tanne, unser Charakterbaumart des Schwarzwaldes in der Bar, ist unter Stress gekommen. Auch natürlich, selbstverständlich, wie gesagt, alle Waldbäume, die mal über mehrere Wochen oder gar Monate kein neues pflanzenverfügbares Wasser zur Verfügung gestellt bekommen, über Niederschläge und gepaart mit diesen hohen Temperaturen. Sie haben es auch erlebt, dass Tannenbestände, Einzeltannen oder Tannenbestände dann auf die Trockenheit reagiert haben mit Nadelabwurf und auch anfälliger wurden für Insektenschäden. Ebenso die Kiefer, auch die Baumart Kiefer, eine natürliche Baumart hier im Schwarzwald-Barkreis, normalerweise von Schäden bisher verschont geblieben, aber auf trockenen Standorten wird es eben auch für die Kiefer knapp. Laubholz ist nun bei uns in der Minderzahl aus dem südlichen Landkreis Richtung Baaralb und Randen, wo die Buche ja auch sehr stark vertreten ist. Sie kennen es vielleicht aus anderen Gebieten Baden-Württembergs, wo auch Buchenbestände flächig absterben, wo auch diese dramatischen Entwicklungen dann sind, weil eben die Kronen dürr werden, es zu erheblichen Gefahren auch in Wäldern kommt durch unkontrolliert herabbrechende Äste. Haben wir im Schwarzwald-Barkreis leider auch, aber natürlich im geringeren Umfang, einfach weil die Buche nicht so weit ausgebreitet ist. Wir werden aber erleben, dass auch unsere Schwarzwaldbuchen und Baarbuchen hier reagieren. Und noch eine andere Entwicklung, die sich eben auch durch Klimaänderungen ergibt. Wir haben Schädlinge, die wir bisher nicht kannten, die sich jetzt ausbreiten, und der spektakulärste ist sicherlich ein Pilz, der an der Esche zu erheblichen Absterben und Schäden an Eschenbeständen führt. Erleben wir auch auf der Bar seit vielen Jahren, auch eine Folge des Klimawandels, also mal nicht die Trockenheit und Käfer, sondern eben Trockenheit, Wärme und Pilzbefall, die zum Absterben von Eschen auf der Bar führt. Und noch ein Punkt zum Stand. Der Borkenkäfer war ja in aller Munde. Grundsätzlich mal hier ein kleiner Schritt oder ein Blick nach hinten. Borkenkäfer sind Teile des Waldökosystems und können in normalen Fällen ganz normal in diesem Ökosystem auch mitleben und können von Bäumen auch abgewehrt werden. Tiere, Pflanzen, Moose, Flechten, Pilze gehören alle zum Waldökosystem dazu und finden eigentlich in einen Gleichklang, wenn die Verhältnisse in Ordnung sind, wenn die Bäume, Tiere zum jeweiligen Standort, zur jeweiligen Waldsituation auch passen. Wenn wir Störungen haben, wie wir sie jetzt erlebt haben, extreme Dürre, extreme Trockenheit, werden natürlich manche Insekten stärker, andere haben bessere Lebensbedingungen und auch Pilze. Und das haben wir natürlich jetzt ganz dramatisch erlebt in den letzten Jahren durch die Vermehrung der Borkenkäfer. Borkenkäfer sind Teil des Waldökosystems. In gesunden Waldökosystemen können sich Bäume auch gegen den Angriff oder gegen das Einbohren von Käfern wehren. Schwächere Bäume werden befallen. Die Käferpopulation entwickelt sich, kann dann die
ganz starken, gesunden Bäume nicht befallen. Da fließt einfach Harz und verstopft die Kanäle. Und das Ganze, die Population hält sich ungefähr im Gleichklang. Nicht so in den Jahren jetzt 2018, 19 und 20. Die Bäume waren geschwächt, wir haben es gerade angesprochen, durch Dürre und Trockenheit und Wassermangel. Umgekehrt hat diese Wärme das Wachstum der Borkenkäfer begünstigt. Und wir haben eben diese extreme Vermehrung der Käfer gehabt, denen die Bäume dann nicht mehr genügend Abwehr entgegensetzen konnten. Vier Borkenkäferarten sind besonders bei uns verbreitet und wichtig. Das erste sind die malerischen Namen versehene Art Buchdrucker. Wird deshalb so genannt, weil das Brutbild ungefähr so aussieht wie ein aufgeschlagenes Buch. Baum, der eben stehende Bäume befällt und vor allem Fichten befällt als Schwerpunkt und die Fichte eben bei starkem Befall dann auch absterben. Der zweite, auch mit dem netten Namen Kupferstecher bedacht, weil auch sein Fraßbild so sehr, sehr hübsch eigentlich anzuschauen ist, ist aber auch ein zwar nicht so deutlich auftretender Käfer, aber eben auch einmal der Bäume durch seinen starken Befall zum Absterben bringen kann. Und dann noch ein dritter, der früher nur wirklich so ein Schattendasein gelebt hat, der Tannenborkenkäfer, der nur einzelne Bäume befallen hat und wo wir jetzt eben erleben müssen, wie angesprochen, auch bei der Tanne durch Trockenheit, Wärme und Bedingungen, dass wirklich die Tanne massiv vom Tannenborkenkäfer geschädigt war. Andere Insektenarten sind in anderen Bereichen Baden-Württembergs im Weinbauklima auch virulent. Das sind vor allem Schmetterlingsarten, durch den Fraß der Schmetterlingsraupen an Blättern gibt es ja erhebliche Schäden an Eichen zum Beispiel oder an anderen Beständen. Da ist im Schwarzwald-Baar-Kreis doch noch kühl und feucht genug, um hier keine großen flächigen Schäden zu haben. Was wir erleben, und das ist sicherlich auch Folge des Klimawandels, ist ein Pilz, der aus Osteuropa stammt und dort auch im Ökosystem mit verhaftet war, ohne große flächige Schäden zu verursachen, der bei uns jetzt hier in Deutschland, vor allem auch in Baden-Württemberg, aber in anderen Bundesländern zu ganz erheblichen Schäden an Esche führt. Das sogenannte Eschentriebsterben führt dazu, dass durch den Pilzbefall die Eschen absterben, Wasserversorgung reduziert ist und wer aufmerksam durch den Wälder läuft, sieht eben diese trockenen Äste aus den Eschenkronen herausspitzen. Man findet fast keine gesunde Esche mehr. Die Esche bisher eine Baumart, die zur Laubwaldgesellschaft zusammen mit Bergahorn, Buche und eben Esche gehört, die jetzt wirklich flächig oder einzeln ausfällt, wo wir sehr besorgt sind über die Entwicklung, auch junge Bestände befallen sind. Früher war die Esche so ein bisschen eine Rückversicherung, ein Notnagel. Esche geht immer, ein hervorragendes Holz, ökologisch sehr hochwertige Baumart, die aber jetzt mit diesem Pilzbefall zu kämpfen hat, der sicherlich auch Folge ist der Erwärmung und der größeren Trockenheit in Wäldern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Perspektivwechsel weg von dem Blick nach Norden Richtung dem klassischen Baar-Schwarzwald Richtung Süden auf Eichberg und Buchberg, die beiden Höhenrücken, die Blumberg im Norden und Süden einrahmen und auf den Ort Mundelfingen. Wir nehmen das als Beispiel, um ein wenig in die Zukunft zu schauen, was steht uns bevor, wie wird sich das Klima auf der Baar entwickeln, vor allem was natürlich das Waldwachstum und unsere Waldbestände angeht. Wir müssen damit rechnen, und da sind sich die Klimaforscher einig, dass sich die Klimastufen, die Wärmestufen nach oben verschieben werden. Das heißt, die Stufen, die man ganz grob einteilen kann in die Planare, die Colline, die Submontane, die Montane und die Hochmontane Stufe, werden sich nach oben entwickeln. Und mit dem Ergebnis, dass Klimaszenarien beschreiben das, dass wir im Schwarzwald-Baar-Kreis und auch im Schwarzwald keine Hochmontane oder kaum mehr hochmontane Verhältnisse haben werden, die heute natürlich die Gipfel von Feldberg, Rohrharzberg, Belchen und anderen hohen Bergen prägen. Dass wir umgekehrt im Rheintal, und das ist nun fast dramatischer, klimatische Verhältnisse vorfinden werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Die nennen das so nicht definierte Klimate. Das heißt, da wird sich Situationen ergeben in großen Bereichen des Rheintales, wo wir heute noch gar nicht wissen, wie Waldwachstum stattfinden kann. Grundsätzlich könnte man sagen, na gut, dann haben wir halt ein bisschen wärmer und ein bisschen andere Verhältnisse im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dann ist es bei uns so, wie es jetzt in der Vorbergzone ist. So einfach ist es natürlich nicht, weil wir haben ganz andere Bodenverhältnisse. Wir haben andere Niederschlagsregelmäßigkeiten. Niederschläge fallen in Form von Regen im Winter, weniger Schnee, fallen zu anderen Jahreszeiten. Zum einen, zum anderen haben wir jetzt, was die Wälder angeht, natürlich eine relativ geringe Reaktionsfähigkeit, weil Wälder werden
hoffentlich 100, 150, 200 Jahre alt. Wenn man das jetzt mal hochspielt auf die Änderung des Klimas, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dann ändert sich das Klima schneller, als unsere Waldbäume, die jetzt ja da schon stehen, reagieren können. Deshalb wissen wir einfach nicht, wie sich diese Klimaentwicklung auf unsere Waldbestände auswirken werden, beziehungsweise haben natürlich in dramatischer Form vor Augen geführt bekommen, wie in den letzten Jahren was passieren kann, insbesondere was Trockenheit, Dürre und Käferschäden angeht. Es gibt natürlich eigentlich die Überlegung, ob man sagt, naja, dann lass uns doch einfach zurückschauen. Was haben wir denn in den 80er Jahren gegen das Waldsterben gemacht? Können wir das nicht einfach wieder hochrufen und auch wieder die Erfolge erzielen? Es wurden tatsächlich Erfolge erzielt durch die Klimapolitik nach den Waldsterben, der Waldsterbensdiskussion der 80er Jahre. Damals war allerdings eine Hauptursache war der Schwefel. Der Schwefeleintrag auf Wälder, der wurde tatsächlich massiv reduziert durch Entschwefelungsanlagen, durch Luftreinigungsmaßnahmen. Nur als, um eine Zahl zu nennen, wir hatten eben damals vor den 80er Jahren so bald 30 Kilo Einträge von Schwefel in Waldbild, und das ist auf 5 Kilo reduziert worden. Man hat also wirklich was tun können. Man hat weiterhin durch Waldumbaumaßnahmen einiges erreicht. Es wurde Laubholz gepflanzt, es wurden Wälder zurückgeführt, wieder von Fichtenreinbeständen oder Nadelholzreinbeständen zurück oder zu gemischten Beständen, hat hier Erfolge erzielt und hat auch durch die Bodenschutzkalkung künstlich sauer gewordene Böden wieder stabilisiert und wieder zurückgeführt zu einem normaleren Säureverhältnis. Heute stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen und ich muss dann schon aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis einen Blick auf die globale Situation lenken, um auch klar zu machen, was wir hier erreichen können. Es gibt eine Stiftung namens Plant for the Planet, ein junger Mann aus Bayern, der sich so auf die Fahnen geschrieben hat, weltweit Aufforstungsprogramme anzuschieben. Hat durch ungeheuer großes Engagement es geschafft, bereits 144 Milliarden Bäume zu finanzieren, zu organisieren, die gepflanzt werden sollen in Gebieten, die eben waldfähig sind auf der Erde. Eine Zahl, die einen wirklich beeindruckt und die natürlich was bewirken kann. Gleichzeitig lesen wir oder hören wir in den Nachrichten, dass in China in den nächsten 15 Jahren 216 neue Flugplätze entstehen sollen. Da fliegen auch Flugzeuge hin und fliegen von dort her weg. Das heißt, etwas pessimistisch gesprochen, werden die Aufforstungsprogramme gerade die Kohlenstoffemissionen, die ansteigen, wieder auffangen können. Wir erleben weltweit Waldflächenverluste, gerade dort, wo es besonders notwendig wäre, in den tropischen Regenwäldern. Wir erleben Zielsetzungen, die nicht eingehalten werden können, sodass man ganz klar machen muss, ohne eine globale Umweltpolitik, die wirklich die CO2-Emissionen reduziert, die wirklich etwas bewirkt, können wir hier auf unserer kleinen lokalen Ebene nur ein wenig an Symptomen kurieren, das ist klar. Aber wir geben nicht auf, das nicht, sondern wir müssen natürlich sehr wohl hier lokal reagieren und darauf möchte ich im dritten Teil des Vortrages eingehen. Ein erneuter Perspektivwechsel jetzt mit dem Hintergrund die Kohlwaldhütte in Mundelfingen. Jetzt geht es um die Frage, was können wir tun? Können wir unsere Wälder klimastabil machen? Was können wir aktiv als Förster erreichen? Unsere Wälder sind, wie sie sind, gewachsen aus Traditionen, aus früherer Bewirtschaftung. Wälder sind sehr langfristige Waldökosysteme, 100, 150, 200 Jahre alte Waldaufbausysteme, die in einer Zeit entstanden sind, in der man Wert gelegt hat auf schnelle Wiederbewaldungen, auch in der man Holz brauchte, vollkommen richtige Entscheidung der Altförderern. Aber die Wälder haben wir jetzt so, wie sie sind. Reinbestände zum Teil oder nur wenig gemischte Bestände. Unsere Aufgabe ist als Förster heute, diese Reinbestände in Mischbestände zu überführen. Unser absolut wichtigstes Ziel ist, die Mischung wieder heranzuführen, Wälder wieder dahin zu bringen, wo sie herkommen, zu naturnahen, gemischten Wäldern, in denen nicht nur zwei oder drei, sondern fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Baumarten vorkommen. Das ist das vorrangige Ziel von der forstlichen Bewirtschaftung. Auch natürlich, weil wir, wie wir es schon angesprochen haben, nicht wissen, wie sich das Klima genau entwickeln wird. Wir müssen gerichtet sein auf alle möglichen Ausschläge nach oben und unten. Und da ist ein Punkt ganz wichtig, dass wir Baumarten, die bisher nur ganz wenig vertreten sind, in unseren Wäldern massiv fördern. Eine wichtige Baumart ist zum Beispiel die Stieleiche. Jeder kennt sie, die Stieleiche oder die Eichenarten. Jeder kennt die Baumart Eiche. Bei uns auf der Bahn durch nur ganz, in ganz wenigen Beständen vertreten. Eine Baumart, von der wir erwarten, dass sie
durchaus gut mit künftigen wärmeren und trockenen Klimabedingungen umgehen kann. Das bedarf aber aktiven Einbringens. Die Samenbäume sind nur sehr wenig vorhanden. Wir müssen Eichen pflanzen, wir müssen sie pflegen, bis sie dann wachsen können. Wir werden unsere einheimischen Ahornarten fördern, den Feldahorn, den Bergahorn, der bei uns mit dazugehört zu den Waldökosystemen. Wir werden die Lindenarten fördern, wir werden die Kirsche, die Wildkirsche, die eine wichtige Funktion hat, und auch so vielleicht seltenere Baumarten wie die Flatterulme, werden wir fördern, werden wir einbringen. Wir müssen gerichtet sein für verschiedene Szenarien und müssen auch damit rechnen, dass es Entwicklungen geben wird, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Je mehr Mischung, je mehr Baumarten wir in der Fläche haben, umso besser. Ein Wort noch natürlich zu den Exoten. Ich schmunzel manchmal etwas und sage, ich keinen Waldbauvortrag zurzeit, in dem die Baumarten wie Baumhasel, Libanonzeder oder Tulpenbaum vorkommen. Deshalb ein Hinweis darauf, natürlich dürfen auch Baumarten, die wir heute noch überhaupt nicht kennen aus unseren heimischen Wäldern, haben ihre Berechtigung. Da wird man Versuche machen, wird man schauen, passen die zu unseren Waldökosystemen dazu. Die werden aber nie in den Vordergrund gestellt werden. Ein Wechsel, ein harter von unseren heimischen Baumarten zu anderen ist nicht erforderlich. Mit anderen Baumarten, die kennen wir schon seit vielen Jahren, wie zum Beispiel die Douglasie oder die Roteiche, gehen wir unverkrampft um. Es ist kein nicht verboten, diese Baumarten zu pflanzen. Es ist auch nicht die Lösung aller Probleme, sondern mit Maß und Ziel und Mischung, dort wo sie den einheimischen Baumarten nicht in die Quere kommen, haben auch diese Baumarten eine Berechtigung. Aber ganz wichtig, es gibt kein Allheilmittel und eine Wunderwaffe, die uns jetzt gegen die Veränderung durch das Klima wirklich hilft. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist das Zusammenwirken auch mit der Jägerschaft. Sie wissen, was jetzt kommt. Klar, wir können nur einen gewissen Anteil an Wildverbiss im Wald ertragen. Den wird es immer geben, das gehört auch dazu, selbstverständlich. Aber es eben nicht in einem Maße, der das Waldwachstum stark oder den Waldbau stark beeinträchtigt. Und gerade die Mischbaumarten sind eben die Leckerbissen für das Wild. Gerade die Mischbaumarten müssen geschützt werden, sehr, sehr intensiv. Das kann sich ein Waldeigentümer nicht immer leisten und die Jägerschaft auch nicht. Das heißt, es geht nur über eine angepasste, waldfreundliche Bejagung mit Augenmaß und dem Zusammenwirken zwischen Waldeigentümer und Jäger, dass wir hier auf jeden Fall zu besseren Verhältnissen kommen. Es ist schon an vielen Stellen gut, es ist aber auch nicht überall gut, sodass wir auch hier wirklich einen Beitrag leisten, alles, was unseren Wäldern schaden kann, alles zu vermeiden, was unseren Wäldern schaden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Wald und Wasser. Auch hier darf man schon nach hinten schauen und sagen, naja, es gab eben schon auch das gezielte Ableiten von Wasser aus Waldflächen, um die überhaupt bewirtschaftbar und zu machen und auch das Waldwachstum zu fördern. Das wird man schon, ist man schon dabei, Grabensysteme wieder zu verfüllen, das Wasser wieder stärker im Waldbestand zu halten, um hier Dinge wieder in einen normalen, in ein natürliches Wassersystem zu führen. Und natürlich auch der Bodenschutz ist ein wichtiger Punkt. Befahrung von Waldböden ist ohnehin schon untersagt und ist ökologisch höchst sensibel. Das heißt auf jeden Fall, allen Schaden von unseren Waldböden abzuwehren, den wir kennen. Das ist insofern auch ganz wichtig, als der Wald ja eine sehr wichtige Bodenschutzfunktion hat, indem er Wasser klassischerweise speichert. Das weiß jeder, Waldboden gilt als sehr, sehr wichtiger Wasserspeicher. Und wir erleben es in den letzten Jahren, dass diese Speicherfunktion nachlässt. Das heißt, der Waldboden kann weniger Wasser speichern als früher. Das kann man sich leicht vorstellen. Man weiß ja, dass bestimmte Materialien, wenn sie trocken sind, einfach erstmal gar kein Wasser aufnehmen und sondern längere Zeit durchfeuchtet werden müssen, bis sie wieder Wasser aufnehmen können. Und genau die Situation haben wir im Boden, der bis zum Teil eben durch diese Dürresommer bis in tiefere Bodenlagen zu trocken ist, dort kein Wasser aufnehmen kann. Das Wasser fließt schon früher ab und wir haben eine wesentlich geringere Speicherfunktion. Das ist ganz zwingend erforderlich, auch für die Wasserversorgung unserer Quellen, auch der Landwirtschaft dadurch natürlich, dass dieses wieder zurückgeführt werden muss. Noch ein Schwenk, weil es eine ganz aktuelle Diskussion ist, zu der Frage, Holz nutzen oder Wälder komplett unter Schutz stellen. Natürlich ist es ein verführerischer Gedanke zu sagen, naja, jetzt lass uns doch die Holznutzung komplett einstellen. Der Wald wächst zu und damit natürlich auch die Möglichkeit, in natürlichen Waldökosystemen Kohlenstoff zu binden. Das ist richtig.
Aber das System ist natürlich endlich. Das wird bis zu einem bestimmten Punkt zunehmen und dann kommen wir in diesen normalen Zerfall und Wiederbewaldung von Naturwäldern, so wie wir sie aus nicht bewirtschafteten Wäldern kennen, die dann eine neutrale Kohlenstoffsituation haben. Das ist eine kurzfristige Wirkung, das ist genau richtig, aber unser Ziel ist ein anderes. Unser Ziel ist auch kohlenstoffökologisch, den Kohlenstoff zum einen im Wald gebunden zu haben, zum anderen aber auch durch Holzverwendung und Verwendung dieses Holzes, auch langfristige Verwendung des Holzes, diesen Kohlenstoff eben auch zum Beispiel in einem Dachstuhl über lange Frist gebunden zu haben. Immer Voraussetzung durch einer nachhaltigen Bewirtschaftung, das heißt nicht mehr nutzen als nachwächst, und das können unsere Waldökosysteme ja leisten. Zweiter Punkt ist natürlich ein ganz wichtiger, dass auch bewirtschaftete Wälder andere positive Auswirkungen haben auf den Kohlenstoffhaushalt und damit natürlich unmittelbar auf die Klimaentwicklung, indem ich eben auch einen sogenannten Substitutionseffekt habe. Das heißt, dort, wo ich Holz verwende und wo ich Holz nutze, verwende ich keinen anderen Rohstoff, wie einen Baustoff oder einen Brennstoff. Wenn ich Holz nutzen kann, das von selber wieder in nachhaltigen Wäldern nachwächst, dann habe ich eben hier die Möglichkeit, anderen Ressourceneinsatz zu vermeiden. Und diese beiden Effekte sind es dann wirklich auch wert, Wälder weiter nachhaltig und naturnah zu bewirtschaften, immer vor dem Hintergrund Ziel, die Wälder zurückzuführen, wieder in naturnähere, stabilere Verhältnisse. Die Veränderungen werden kommen, das ist klar. Wir werden hier auf unserer kleinen lokalen Ebene das Weltklima nicht retten können, aber wir können sehr wohl im Zusammenwirken von Wissenschaft, Politik, Waldeigentümer, Forstverwaltungen und jeder Bürger, der sich daran beteiligen kann, ein klein wenig was bewegen. Wir bekommen da auch Unterstützung, auch zurzeit natürlich politische Unterstützung durch Programme, die aufgelegt werden, baden-württembergweit, aber auch bundesweit, in dem Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden über Förderprogramme, in dem Forschungsprojekte laufen, in dem auch der Holzbau gefördert wird und damit wieder, wie wir gerade angesprochen haben, auch die Möglichkeit, Holz auch langfristig zu verwenden, Kohlenstoff zu binden, und in dem auch in das Krisenmanagement investiert wird. Das heißt, auch wir werden besser ausgebildet, besser geschult darin, mit Krisensituationen umzugehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin am Ende des Vortrages in diesem für mich auch ganz neuen Format. Es fehlt natürlich der Austausch mit Ihnen, die direkte Frage und Antwort, weil sicherlich viele Dinge sind, hätten wir viel besser formulieren können, müssten wir nochmal ausschmücken. Jetzt lassen wir so stehen. Ich freue mich umso mehr darauf, wenn wir, wie wir alle, wieder in Präsenz, wie es so schön heißt, Veranstaltungen durchführen können, die dann eben auch leben vom Miteinander, vom Dialog. Und natürlich bei den Förstern immer ganz wichtig, auch davon leben, dass man in den Wald rausgeht und wirklich am Wald direkt Dinge besprechen kann. Heute haben wir so ein bisschen simuliert mit dem Hintergrund, aber natürlich alles nur eine Krücke, um zumindest im Dialog zu bleiben und ein bisschen was auch berichten zu können über das, was uns bewegt. Ich möchte den Vortrag einfach abschließen mit einem Appell an uns alle. Wir wissen alle, dass wir nochmal das Weltklima nicht retten können. Wir können aber sehr wohl uns politisch engagieren, unseren Beitrag leisten, natürlich auch durch unser eigenes Verhalten, dass wir auf eine bessere Zukunft hinsteuern, indem wir selber uns umweltfreundlich verhalten, indem wir versuchen, Energie zu sparen, weniger Energie zu verwenden, indem wir natürlich auch Holz beim Bauen verwenden. Das ist klar, dass ein Förster diesen Appell noch an Sie richtet. Und indem wir aber natürlich alle mitwirken, dass das globale Klima besser wird durch entsprechendes Verhalten, durch entsprechendes Engagement, und dass wir uns selber auch umweltfreundlich und umweltbewusst verhalten und damit jeder unseren kleinen Beitrag leistet, dass wir auf stabilere Klimaverhältnisse zusteuern.